Herzlich willkommen zum Webinar Suchkriterien und Datenpflege. Mein Name ist Thomas Trapp. Ich begleite Sie durch dieses Webinar. Das Webinar ist in zwei Kapitel unterteilt. Einmal den Suchkriterien mit den Punkten, wie man ein manuelles Suchprofil erstellt, wie man Objekte einem Interessenten anbietet, wie man ein Suchprofil erweitert und dupliziert und wie man ein Suchprofil automatisch erstellt. Im zweiten Kapitel geht es um die Datenpflege, hier speziell um die Adressvervollständigung und die Dublettenprüfung. Fangen wir an. Wir haben, das ist der Alltagsfall, Sie haben einen Interessenten, der hat sich bei Ihnen gemeldet, Sie haben ihn in Ihre Adressdatenbank aufgenommen und jetzt geht es darum zu ermitteln, was sucht der Interessent für eine Immobilie. In unserem Fall ist das die Frau Friedrich Anz und die Frau Anz gibt uns halt eben jetzt Kriterien an, nach denen sie suchen möchte. Hierfür klicken wir dann, um dieses Suchprofil anzulegen, auf diesen Button Suchprofil hinzufügen und es öffnet sich ein Eingabeformular. Dieses Eingabeformular ist in verschiedene Punkte unterteilt, wie Suchkriterien und Bemerkungen. In den Bemerkungen können Sie hier Kommentare angeben, die für Sie in erster Linie gedacht sind bei den internen Bemerkungen. Die öffentliche Bemerkung ist eher dafür gedacht, wenn Sie mit dem Käuferfinder arbeiten auf Ihrer Webseite, um halt eben damit mit Mitteilungen halt eben für den Verkäufer zu übertragen. Die Suchkriterien sind halt eben, werden hier eingestellt. Und das unterteilt sich dann halt eben in den Spalten für den Feldnamen. Die haben Sie immer links hier stehen. In der Mitte die entsprechenden Werte, nach denen gesucht wird. Und dann haben Sie noch die K.O.-Kriterien, wo Sie festlegen können, was muss jetzt hier auf jeden Fall erfüllt sein. Ja. Hier oben sehen Sie nochmal, wer ist Betreuer und ist ein Suchprofil aktiv oder nicht aktiv. Wenn es inaktiv ist, dann sieht es halt eben so aus. Wird es rot, ein aktives wird es grün. Sie können hier auch eine Gültigkeit hinterlegen, wie lange soll das Suchprofil gültig sein. Jetzt hat uns Frau Anz ein Beispiel genannt, sie möchte gerne ein Objekt in Köln kaufen. Dann geben wir natürlich als Ort Köln ein. Sie möchte gerne ein Objekt kaufen, das ist dann die Vermarktungsart Kauf. Als Objektart, sie möchte gerne ein Haus kaufen, dann wählen wir halt eben die Objektart Haus ein. Was sie uns auch noch gesagt hat, hat sie gesagt, okay, muss nicht nur Köln Innenstadt sein, es kann im Umkreis von 15 Kilometer vom Stadtzentrum, also von Köln aus sein. Ein weiteres Kriterium, was sie uns gesagt hat, das Häuschen darf nicht zu klein sein, also sie möchte mindestens 100 Quadratmeter Wohnfläche haben. Und das Häuschen soll auch mindestens 4 Zimmer beinhalten. Und Sie können hier natürlich auch, wenn Sie wünschen, eine maximale Zimmerzahl oder Wohnfläche angeben. Aber im Realfall hat man ja immer eine Mindestanforderung. Umgekehrt verhält sich das natürlich beim Kaufpreis. Hier hat man in der Regel eine Maximalangabe, wo jemand sagt halt eben, pass auf, mein Budget ist sehr beschränkt, bitte nicht teurer als, gut, Frau Anz ist nicht gerade arm, deswegen sucht sie Objekte bis einen Wert von 1,3 Millionen Euro. Wir können jetzt das Profil schon speichern und schließen. Sie kriegen einmal eine Meldung, dass das erfolgreich gespeichert ist. Und was ist jetzt passiert? Zum einen, Sie sehen hier das Suchprofil angelegt. Es hat die Mitteilung manuell und wann es angelegt worden ist und eine Kurzinformation. Jetzt haben wir hier aber noch kein Ergebnis, um jetzt zu sehen, ob es jetzt hier schon Objekte gibt, die auf dieses Suchprofil passen würden, klicken wir einmal hier auf diesen Aktualisierungsbutton. Und siehe da, das Objekt liefert uns schon 4 Treffer, wobei ein Treffer nur mit 83%iger Trefferwahrscheinlichkeit da ist. Warum nur 83%? Klicken wir auf das Objekt, dann sehen wir, aha, da ist ein Objekt, das kostet 5,1 Millionen, trifft also nicht ganz mit den 1,3 Millionen maximal für den Preis zu.
aber die anderen Daten würden schon auf das Suchprofil von der Frau 1 passen. Sie können natürlich ein Suchprofil auch weiter bearbeiten, indem Sie darauf auf den Stift klicken und dann halt eben die Werte ändern oder ergänzen. Zum Beispiel könnten Sie jetzt sagen, ich ändere die K.O.-Kriterien. Was sind K.O.-Kriterien? K.O.-Kriterien heißen, diese Bedingung muss unbedingt erfüllt sein, ansonsten zeige bitte das Ergebnis nicht an. Wenn wir also jetzt sagen, okay, der Kaufpreis hier ist ein Maximum, mehr darf nicht, interessiert auch nicht, wird auf jeden Fall abgelehnt, können wir das ergänzen. Wir klicken da drauf, aktualisieren wieder. Und jetzt sehen Sie, aha, das Objekt mit den 83% ist rausgefallen. Was hat sich noch geändert? Ich gehe einmal hier auf einen anderen Reiter. Sie sehen, hier oben ist jetzt ein blauer Strich. Dieser blaue Strich teilt uns mit, aha, ein Suchprofil ist hinterlegt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben also jetzt hier eine Trefferquote und möchten natürlich dieses Objekt oder diese Objekte dem Kunden anbieten. Dazu markieren wir das Objekt und gehen hier über Kontakt, das ist wichtig, nicht hier drüber über dieses E-Mail schreiben, sonst hier über Kontakt auf E-Mail schreiben. Und bieten somit das Objekt jetzt dem Interessenten an. Wir haben hier in den Office-Systemvorlagen einige vorgefertigte Vorlagen. Hier nehmen wir in dem Fall das Angebot einer Immobilie. Bei mehreren Immobilien könnten Sie auch mehrere Immobilien wählen. Haben wir hier auch halt eben vorbereitet. Ne? So, wir gehen dann noch hin und wählen den entsprechenden Anhang aus, also welches Exposé nehmen wir zum Beispiel, fügen dieses Exposé hinzu. Jetzt haben wir alle drei Sachen hier unten voll und dann können wir das versenden. Sobald dann, also der Versand dauert immer etwas länger, weil jetzt in dem Moment das Exposé erstellt wird. Und sobald die E-Mail versendet wird, passiert Folgendes. Ich aktualisiere einmal die Ansicht hier. Und Sie sehen, aha, das Objekt, was ich angeboten habe, ist plötzlich grün geworden. Und er trägt ein E. E ist die Beratungsebene und sagt, Dokumentation erhalten, heißt, wir haben die Dokumentation an den Interessenten verschickt. Ferner ist noch etwas passiert. Hier sehen Sie, dass es zwei Objekte angeboten bekommen hat. Die Frau 1, eins aus dem früheren Test und ein jetzt aus der aktuell, die 516. Und wenn Sie Frau 1 jetzt halt eben entscheidet, das Objekt aus der Aachener Straße 516 ist nichts für Sie, sagt Ihnen Bescheid, können Sie das natürlich als abgesagt eintragen. Und Sie sehen, die Farbe ändert sich dann in Rot. Damit wissen Sie halt eben, aha, das Objekt wurde abgesagt. Und auch bei der automatischen Zuordnung ist das Objekt jetzt rot markiert. Und Sie wissen, aha, das Objekt hat sich schon mal vorgelegt gekriegt. Es ist abgesagt. Brauche ich hier nicht nochmal anzubieten. Jetzt hat die Frau Ans noch ein weiteres Anliegen an Sie und sagt, nö, ich bin nicht nur in Köln interessiert an einem Objekt, ich suche auch noch in einer anderen Ecke ein Objekt, zum Beispiel Berlin oder Aachen, aber ähnliches Objekt, heißt, Sie müssten jetzt hingehen und dieselben Daten bis auf den Ort nochmal neu eingeben, können Sie sich in der Hinsicht sparen, indem Sie nochmal in das Suchprofil hineingehen. Sie haben hier unten die Möglichkeit bei weiteren Aktionen, das Suchprofil zu duplizieren. Dann wird eine Kopie des ersten Suchprofils angelegt.
Und jetzt können Sie hingehen und den Ort zum Beispiel ändern. In Berlin. Oder nehmen wir Aachen. Da dürfte ich mehr Treffer haben. Aachen. Und im Umkreis. Und ansonsten bleiben die Daten alle gleich. Wir speichern das ab. Sie sehen, es taucht ein zweites Suchprofil auf, einmal jetzt für Aachen, dieselben Daten. Und durch Klicken der Aktualisierung wird auch jetzt hier die Liste erweitert. Sie sehen, es kommen weitere Objekte aus Aachen hinzu, die Sie halt eben der Interessentin auch noch anbieten können. Jetzt ist diese Liste bei mir natürlich noch sehr gut überschaubar, aber wenn Sie natürlich mehrere Objekte haben, dann geht das hier wahrscheinlich drüber hinaus. Und dann wollen Sie wahrscheinlich auch nur wissen, wie sieht es aus, wenn ich das Objekt nur aus Aachen ihr jetzt anbieten möchte. Dann klicken Sie halt eben hier auf diesen Anheft-Pin drauf und jetzt ist nur dieses Suchprofil aktiv. Und Sie kriegen dann hier unten automatisch nur die Suchergebnisse angezeigt, die für dieses Suchprofil passen. Das andere Suchprofil wird in dem Sinne dann ausgeblendet. Sie können das natürlich auch ändern und hier den Pin setzen. Und dann werden Ihnen nur die Ergebnisse für das Kölner Suchprofil angezeigt. Jetzt ändert die Frau Ahns ihre Ansicht und sagt, nö, in Aachen suche ich dann doch was anderes, mit anderen Kriterien, dann können Sie dieses Suchprofil natürlich auch gerne ändern. Zum Beispiel hätte sie gern hier halt eben ein Objekt mit 145 Quadratmeter, mit 5 Zimmer Mindestzahl. Und ja, jetzt sagt sie Ihnen auch noch, ich hätte gerne noch 4 Schlafzimmer und mehrere Balkone, Stellplätze und es soll ein Mietobjekt sein. Dann müssen wir das hier auf Miete umändern. Und dann können wir hier unten Kaltmiete, sie hatte Ihnen eine Miete von 1900 Euro angegeben. Und den Kaufpreis können wir natürlich jetzt hier rausnehmen, der ist auch kein K.O.-Kriterium in dem Fall mehr. Aber wie Sie sehen, die Felder für Balkone, Schlafzimmer fehlen hier. Wir können die hinzufügen, indem wir hier auf Neues Feld wählen gehen und dann hier die Anzahl der Balkone zum Beispiel hinzufügen, neues Feld anlegen, Anzahl der Schlafzimmer hinzufügen, auch wieder neues Feld anlegen und Stellplätze zum Beispiel. So, aber die Stellplätze haben wir die auch. Da haben wir die Stellplätze. Und auch dieses Feld anlegen. So, sie hätte gerne 2 Balkone und 4 Schlafzimmer und 2 Stellplätze. Aber dafür nicht in Aachen, sondern in Köln. Jetzt haben wir also dieses Suchprofil erweitert und geändert. Jetzt können wir mal schauen, ob wir bei mir, bei meinen Testobjekten ein entsprechendes Objekt finden. Wahrscheinlich nicht. Oder doch. Um wir das jetzt rauslesen zu können, nehmen wir wieder unseren PIN und sehen, aha, wir haben doch tatsächlich 4 Objekte, die zumindest zum Teil die Kriterien erfüllen. Sie sehen, Sie können das nach prozentual aufsteigend oder absteigend sortieren. Das oberste Objekt erfüllt das nur zu 78%, das Suchprofil. Schauen wir uns das mal näher an. Was passt jetzt nicht? Sehen wir jetzt hier nicht. Okay, 145 Quadratmeter Kaltmiete würde auch noch passen. Aber wir haben keine Angaben für die Stellplätze. Die Anzahl Zimmer ist insgesamt 5. Über Schlafzimmer und so weiter sehen wir jetzt hier in der Kurzansicht keine Daten. Bei dem anderen Objekt sehen wir, aha, das ist schon viel kleiner, hat nur 130 Quadratmeter. Ja. So. Man kann so jetzt überlegen anhand dessen, aha, kann ich jetzt das Objekt dem
Interessentin anbieten oder lasse ich es besser? Das bleibt Ihnen ja überlassen, wie gut Sie Ihre Kunden kennen und dann wissen und abschätzen können, ob jetzt mit so einer Trefferquote das noch für den Kunden von Interesse sein könnte oder nicht. Eine Frage, die jetzt gerade hereinkam, ist das Thema mit der Umkreissuche. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, in der Suche nicht über einen Umkreis zu suchen, sondern über diesen regionalen Zusatz. Sie können also, wenn Sie das gepflegt haben, gerne auch als K.O.-Kriterium hier dann die Umkreis, den regionalen Zusatz auswählen, zum Beispiel jetzt hier die Stadt Aachen, übernehmen und speichern. So, und dann können wir den Ansicht mal aktualisieren. Sie sehen halt eben, das ändert sich jetzt. Wir haben jetzt halt eben Objekte aus Aachen noch mit dabei. Wir haben hier noch ein kleiner Fehler. Wir müssen natürlich hier das K.O.-Kriterium bei Köln das war das falsche Protokoll. Jetzt schließen. Das müssen wir dann ändern, ja. So, Köln einmal rausnehmen, nennen das hier einfach mal Aachen, der Übersicht wegen, und dann speichern, weil Sie sehen ja hier, dass es halt eben hier sich dann entsprechend ändert. Wenn wir auch den Überblick behalten und kriegen dann halt eben die entsprechenden Objekte ebenfalls angezeigt, na, aus dem regionalen Zusatz. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt in den Suchkriterien, dem automatischen Anlegen von Suchprofilen. Dies geschieht meistens, indem man halt eben Portalanfragen erhält über E-Mail. Ich habe hier eine Portalanfrage für Sie schon mal erstellt und das Objekt wird automatisch zugeordnet. Sie sehen, es kommt auch von Immobilien Scout und die Objektgröße sind 6 Zimmer, 160 Quadratmeter, 299.000 Euro. Und anfragen tut es eine Frau Jen Doe. Die Adresse ist jetzt noch nicht zugeordnet. Wir versuchen die jetzt halt eben zuzuordnen, indem wir hier draufklicken. Und das System sucht dann den Adressbestand nach einer Jen Doe durch. In meinem Fall existiert die Adresse schon, deswegen schlägt er mir die entsprechende Adresse vor. Ansonsten könnten Sie diese auch über den Reiter neu generieren, diese Adresse. Hier unten haben Sie halt eben die Möglichkeit zu sagen, dass anhand des angefragten Objektes, halt eben ein entsprechendes Suchprofil automatisch angelegt wird. Wir legen die Adresse mal neu an, sagen, das ist die Frau Jan F. Do, und legen die Adresse neu an. Jetzt kriegen wir, weil die Adresse ja schon eine andere Adresse ähnlich lautend existiert, halt eben angeboten, das könnte eine Doublette sein. Hier haben wir die Möglichkeit, die Adresse trotzdem anzulegen oder wir sagen, die Adresse nicht speichern. Aber da wir ja wissen, okay, das ist eine andere Jane Doe, sagen wir trotzdem anlegen. Wenn ich mir jetzt die Adresse von der Jane F. Doe anschaue, ist hier oben, ist sie natürlich noch mit sehr wenig Daten ausgestattet, nur die wir halt eben in der Anfrage hatten. Und gleichzeitig wurde ein Suchprofil erstellt. Das sehen wir hier. Dieses Suchprofil wurde automatisch erstellt und es ist halt eben hinterlegt, was sie sucht. Nämlich ein Einfamilienhaus in Aachen-Brandt mit einer Wohnfläche von 140 bis 180 Quadratmeter mit 5 bis 7 Zimmern und einem Kaufpreis von 254.000 bis 343.000. Wie werden diese Werte ermittelt?
Wir haben unser Ausgangsobjekt, unser angefragtes Objekt mit einer Zimmerzahl von 160 Quadratmeter. Und das liegt natürlich genau mittig. Das System rechnet mit einem Wert von plus minus 15%, es sei denn, Sie haben die Einstellung in den Grundeinstellungen geändert. Gleiche gilt natürlich für die Zimmerzahl und den Preis. So werden automatisch Suchprofile angelegt. Kommen wir nun zum zweiten Kapitel der Datenpflege. Wir haben ja gerade unsere neuen Interessentin, die Frau Jen Doe, angelegt. Und wir haben natürlich, wie wir sehen, noch relativ wenig Daten. Wir wissen nicht, in welchem Ort sie wohnt, in welcher Straße, welche E-Mail-Adresse gibt es vielleicht noch zusätzlich und weitere Daten. Diese können wir dann ganz bequem über die sogenannte Adressvervollständigung anfragen. Hierfür gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist aus der Adresse heraus, über den Button Weitere Aktionen, Adressvervollständigung klicken. Es geht ein Formular auf, in dem Sie zum Beispiel den Text für die E-Mail ändern können. Sie können die entsprechende Signatur einstellen, in welchem Modus. Hier haben Sie die Möglichkeit zu wählen, sollen nur die Adresse von Daten angefragt werden oder sollen auch die Suchkriterien mit angegeben werden, die zum Beispiel von dem automatischen Suchprofil, oder sollen nur die Suchkriterien abgefragt werden. Sie können natürlich auch hier die Einwilligung für den telefonischen Kontakt oder die E-Mail kontaktiert werden mit Abfragen. Soll der Newsletter angenommen werden oder nicht? Die Einverständnis der Datenspeicherung wird abgefragt. Auch hier haben Sie noch die Option, dass der Interessent eine Bemerkung eingeben kann, wenn er halt eben seine Suchkriterien angegeben hat. Die AGB soll er akzeptieren. Und hier unten können Sie natürlich die Landingpage angeben, wo soll der Interessent landen, wenn er mit den Eingaben und dem Versand der Daten fertig ist. Empfehlen würde ich natürlich Ihre eigene Homepage, weil er dann schon mal ein paar Objekte bei Ihnen suchen kann. Sie können sich das Ganze in einer Vorschau auch nochmal ansehen. So sähe das dann Ganze aus. Und dann könnte derjenige halt eben entsprechend seine Daten hier vervollständigen. Ich zeige Ihnen das aber auch nochmal an einem konkreten Beispiel. Dazu muss ich aber jetzt erstmal eine E-Mail-Adresse eingeben, weil diese E-Mail-Adresse halt eben natürlich die Haupt-E-Mail-Adresse speichern. So, und jetzt verschicken wir nochmal die Adressvervollständigung, aber diesmal nicht als Vorschau, sondern wir schicken die halt eben an die E-Mail-Adresse. So, und dann schauen wir mal nach, ob die jetzt auch angekommen ist. Sie sehen hier die Vervollständigung Ihrer Kontaktdaten, wird angefragt, wir gehen in die E-Mail rein. Das ist die Anrede, wie wir sie da halt eben in dem Text oben hatten. Hier ist der Link. Und jetzt können wir halt eben unsere Daten, oder kann die Frau John Doe halt eben ihre Daten halt eben eingeben. Ne, wie in der Schlossallee wohnt sie, ne, 51234. Und dann in Hinterhausen. Und ach, sie ist so nett und gibt uns auch noch den ihr Geburtstag mit an. Und
hat auch noch ihren Göttergatten dabei. Sie hat eine weitere Telefonnummer, ne, 0171 und dann 357898. Und bietet uns aber auch, Sie sehen hier schon zwei E-Mail-Adressen ran, könnte jetzt halt eben noch eine hans@gmx.de halt eben haben. Hier könnte sie dann weiterhin gehen und uns ihr Suchprofil weiter anpassen oder halt eben ein neues Suchprofil hinzufügen. Ne, jetzt sagt sie, das hier passt nicht so ganz. Ne, also ich habe für 160 Quadratmeter angefragt, also 140 ist mir definitiv zu klein, 155 Quadratmeter will ich mindestens haben. Mindestens 6 Zimmer, aber dürfen natürlich gerne mehr sein. Und ja, Preis, okay, ein bisschen mehr Geld habe ich, aber 310.000 dürfen es schon nicht übersteigen. Ja. Und dann stimmt sie noch den diversen Fragen hier zu. Na, ich stimme der Speicherung der Daten zu. Ich habe die Hinweispflicht gelesen. Sie möchte kontaktiert werden. Na, und dann speichert sie das Ganze ab. Na, jetzt wird das Profil gespeichert, sie kriegt nochmal ein Dankeschön und wird dann auf ihre Webseite halt eben hin verlinkt. Na, so, was ist jetzt im Adressdatensatz passiert? Wir gehen mal wieder in den Adressdatensatz der Frau Doe hinein. Da oben ist sie. Wir sehen, aha, die Adresse wurde eingefügt. Der Ort auch, das Geburtsdatum wurde mit eingetragen. Na, E-Mail-Adressen sind jetzt 3 genannt. Na, und es wird auch erkannt, aha, da gibt es plötzlich jetzt auch einen Herr. Wenn ich mir also die Stammdaten angehe, Sie sehen, der blaue Streifen sagt mir, da sind Daten. Auch der Herr Doe wurde angelegt. Ja. Und Ergänzung halt eben, schauen wir uns das Suchprofil noch an. Und wir sehen also, auch das Suchprofil wurde entsprechend Ihren Wünschen angepasst. Über diesen Button, das ist der eine Weg, der Adressvervollständigung anzufragen. Es gibt noch einen zweiten Weg. Sie können das Ganze über eine E-Mail-Adresse halt eben anfragen. Hierfür haben wir auch eine Vorlage wieder erstellt. Sie klicken auf die E-Mail, gehen auf die Vorlagen on Office mit Unternehmensfarben. Und hier unten haben wir dann die Vervollständigung der Kontaktdaten plus Suchkriterien oder nur die Vervollständigung der Suchkriterien. Ich nehme mal wieder beides. Und hier auch wieder ein Link hinterlegt. Wenn Sie das dann verschicken, versenden, dann sieht es halt eben wieder wie folgt aus. In der E-Mail-Verwaltung, wir gehen wieder auf das Postfach vom Dings. Hier haben wir wieder die Kontaktdaten. Die E-Mail hat sich natürlich jetzt ein bisschen geändert, weil wir eine E-Mail-Vorlage haben. Und wenn ich jetzt hier auf den Hier-Button klicke, komme ich wieder zu dem bekannten Formular. Ja. Dann hätte jetzt zum Beispiel, hätte sie auch die Möglichkeit, noch ein weiteres Suchprofil hinzuzulegen, na, indem sie halt eben sagt, okay, na, ich suche in Köln und dann suchen wir in der Vermarktungsart Kauf und Objektart ist diesmal eine Wohnung und wir sagen dann eine Wohnfläche bis 180 Quadratmeter und ein Kaufpreis bis 500.000. Und dann sagen wir speichern. Wurde übermittelt die Daten und wenn wir jetzt halt eben wieder hier schauen, einmal aktualisieren, sehen wir, aha, da wurde jetzt das Suchprofil aktualisiert. Sie sehen, aha, aufgrund der
Änderungen durch die Adressvervollständigung wird aus dem automatisch generierten Suchprofil ein manuell generiertes Suchprofil, ne, weil die Daten manuell nachgearbeitet wurden. Kommen wir nun zum letzten Teil des zweiten Kapitels, die Doublettenprüfung. Wie wir also festgestellt haben, haben wir eben auch gesehen, schon mal die Adresse der Frau Doe gibt es jetzt halt eben schon mal. Gibt es zwei, andere habe ich auch mehr. Wenn man natürlich eine große Datenbank mit mehreren tausend Adressen hat, ist es sehr müßig, die alle per Hand durchzuscrollen und zu suchen. Hierfür haben wir mehrere Möglichkeiten. Auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Sie können einmal in eine Adresse hineingehen, klicken auf weitere Aktionen, Doublettenprüfung. Hier zu dieser Adresse wurde keine Doublette gefunden. Gehen wir auf zum Beispiel die von der Frau Doe, klicken hier auf Doublettenprüfung und sie zeigt uns halt eben direkt mehrere Doubletten an. Und wobei halt eben einmal hier der Herr Duck mehrfach aufgeführt wird und hier unten aber auch die Frau Doe, die gibt es auch nochmal als zusätzlichen. Jetzt könnte man in die Kundennummer hineingehen, sich die auch anschauen und dann halt eben die Aktivitäten überführen, Immobilien zuordnen und so weiter alles machen. Einfacher ist es natürlich, wenn Sie hier oben rüber gehen, nämlich Aktionen, Adressaktionen, Doublettenprüfung gehen. Hier am Schraubenschlüsselsymbol können Sie dann einstellen, nach welchen Kriterien geprüft wird, ob es eine Doublette ist oder nicht. Also Vorname, Nachname. Sie können zusätzlich eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer noch mit reinnehmen. Dann werden Sie nur relativ wenig Doubletten haben, weil das sich doch eher schon unterscheidet und oft manchmal Doubletten nur dadurch entstehen, dass Adressen unvollständig angelegt worden sind. Ich empfehle meistens, dass man dann halt eben hier nur nach Vornamen und Nachnamen sortiert, wobei es da natürlich auch wieder vorkommen kann, bei Begriffen oder bei Namen wie Meier, Müller, Schmitz sind auch Vornamen oft identisch. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse mit reinzunehmen ist in dem Fall dann nicht verkehrt. Sie speichern das ab und Sie sehen, aha, mein System schlägt mir halt eben direkt schon einen Treffer vor, nämlich den Herrn Duck. Den gibt es wohl zweimal. Wenn ich jetzt die Kriterien hier halt eben ein wenig ändere, ich nehme jetzt mal nur Name und Vorname, dann bleibt es dabei, aber ich habe hier plötzlich drei Adressen. Warum taucht die Frau Doe jetzt zum Beispiel nicht auf? Weil ihr Vorname abweicht von der anderen Adressdatensatz. Wenn ich jetzt also hingehen würde, zum Beispiel, und würde den Vornamen rausnehmen, sondern es nur nach Nachnamen filtern, dann habe ich jetzt plötzlich vier Treffer. Ich sehe, da ist ein Herr Braun und ein Philipp Braun und ein Herr Thomas Braun, die auftauchen. Na, natürlich unsere Hotline hier, dürfen wir auch nicht vergessen, aus dem Support. Na, den Herrn Duck. Und da habe ich auch die Frau Doe. Aber besser, wie gesagt, ist mehrere Kriterien zu haben, wie halt eben diese drei E-Mail-Adressen oder mit Telefonnummern oder in Kombination. Wenn Sie jetzt also eine Doublette gefunden haben, können Sie diese ineinander überführen. Wir schauen uns jetzt mal die Adresse 172 an. Das können wir hier auf den Stift klicken. Und wir schauen uns parallel dazu die andere Adresse an, nämlich die aus dem Kontakt 180. Sehen, das ist beides ein Herr Duck, haben beide dieselbe Adresse, aber unterschiedliche Telefonnummern. Und beide haben Suchprofile. Und dieser hier hat 3. Und dieser hier hat 2. Und Aktivitäten hat jener hier auch 8 Einträge und jener hier hat 4 Einträge.
Jetzt entscheide ich mich, welchen Adressdatensatz ich behalten möchte. Ich sage, die 272 möchte ich behalten, weil es die ältere vielleicht auch ist. Und überführe jetzt die Aktivitäten von dem einen, von dem Doppelgänger zu dem anderen Datensatz. Natürlich wird in dem Adressdatensatz 180 jetzt sämtliche Aktivitäten gelöscht, weil noch sind sie hier zu sehen, aber wenn ich jetzt hier die Seite mal aktualisiere, sehen Sie, aha, die sind jetzt weg. Dafür sind sie jetzt hier angekommen. Ne, Sie sehen, jetzt haben wir hier 12, also sind das 4 Einträge mehr, die halt eben hier in dem Datensatz mit drin sind. Das gleiche kann ich mit den Adressdaten machen. Sofern sie sich unterscheiden, werden diese dann halt eben ergänzt. Ja, Sie sehen, da taucht die zweite Telefonnummer auf. Ne, ansonsten bleiben die natürlich gleich. Die Adressdaten werden aber in der Hinsicht aus dem Ursprungsdatensatz so nicht gelöscht. So, wir verschieben noch die Suchkriterien, die wollen wir auch beibehalten, und sämtliche Verknüpfungen. Und wenn ich mir jetzt hier die Seite anschaue, Sie sehen, da oben der Balken ist weg und alle Suchprofile sind weg. Und dafür habe ich dann jetzt hier mehr als die 3, die vorher waren, nämlich 5, ne? Und Sie sehen, letztendlich ist dieser Adressdatensatz leer und Sie können ihn löschen. Jetzt haben wir nur noch einen und können Fenster schließen. Wenn wir jetzt diese Seite hier nochmal aktualisieren, dann werden wir feststellen, dass dieser Herr Duck fehlt. Und somit ist unsere Datenbank schon etwas bereinigter. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Webinars angelangt. Falls Sie noch Fragen haben, dann schicken Sie uns die gerne via E-Mail an t.trapp@onoffice.de oder an support@onoffice.de. Sie können sie auch hier im Chat noch stellen. Die werden dann auch via E-Mail an mich weitergeleitet. Oder kontaktieren Sie uns über 0241 4468 6122. Dann werden ich oder meine Kollegen vom Support Ihnen gerne weiterhelfen und Ihre Fragen beantworten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.